Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Profi Replays. Wir sind immer noch in der zweiten Gruppenphase der DreamHack Valencia, auch immer noch in der Partie, die wir hier sehen in dem TVT. Wenn ihr davon die erste Folge noch nicht gesehen habt, schaut gerne das Ganze nochmal nach. Das Ganze jetzt in der Infokarte angezeigt, denn in dieser Partie werdet ihr gespoilert werden, wenn ihr die erste Partie davon noch nicht gesehen habt. Wir sehen links oben in grün gespawnt als Terraner Lillekanin, der tatsächlich die letzte Map geholt hat und damit das Ganze ausgeglichen hat, gegen seinen Kontrahenten rechts unten in blau gespawnt, in als Terraner logischerweise auch, Clem. Beide mit Gas First. Interessanterweise hier das Depot so gesetzt natürlich, dass der hier, der Reaper, nicht hochkommt. Ich denke, das sollte funktioniert haben. Hier ein bisschen weit links, finde ich. Kann man da mit einem Depot zumachen? Ja, ne? Glaube schon. Ich glaube, das sollte zu sein. Sonst hätte Clem den nicht so gebaut. Wir sehen, zweites Gas kommt bei ihm auch dazu. Das heißt, dort wird es wahrscheinlich wieder Cyclops gehen. Das haben wir in den ersten beiden Partien von ihm auch gesehen. Lillekanin diesmal ohne den Proxy Rexes. Scoutet aber nach selbigen auf seiner Seite der Map. Wobei er hier nicht gescoutet hat. Das war genau die Position, wo er quasi gerade eben in der letzten Partie geproxy rexed hat. Die hat er nicht abgescoutet. Okay. Finde ich interessant, diese Entscheidung. Wir sehen immer noch kein zweites Gas bei Lillekanin. Das heißt, diesmal will er mich vielleicht auf Bio gehen. Im Gegensatz zu den letzten Partien, wo er auf Mac unterwegs war. Auf jeden Fall soll es scheinbar keinen frühen Cyclone geben, sondern die frühe Expansion. Die kommt jetzt auch direkt dazu. Das WBF ist schon an der Natural Expansion. Wird dort gleich das Command Center setzen. Und tatsächlich sehen wir hier das zweite Depot. Also war da wahrscheinlich doch nicht genau zu. Geht hier auf jeden Fall auf Nummer sicher. Factory kommt jetzt auch dazu bei Clem. Keine große Überraschung. Ich denke, wir werden hier auch gleich einen Reaktor sehen. Kein Wall-In bei ihm an dieser Position. Finde ich interessant. Wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass das beim letzten Mal nicht so funktioniert hat mit dem Wall-In. Könnte ich mir vorstellen. Zweiter Reaver kommt auf jeden Fall auch nochmal. Also erstmal kein Reaktor. Das heißt gleich ein Cycle und erstmal alleine im Bau. Aber viel mehr Gas hat er sowieso nicht. Also eigentlich hat er das Gas aktuell nicht mal für einen. Jetzt aber gleich. Reaper gegen Reaper. Clem positioniert sich hier erstmal defensiv. Währenddessen hier schon wieder einen WBF auf der Map. Also da soll es entweder ein Depot geben, um Drops zu sehen. Das wäre jetzt so die harmlose Variante. Kann allerdings auch sehr gut einen Starport geben. Und es ist Lillekanin. Ich denke, das wird es geben. Währenddessen hier der Reaper auch in Richtung der Sideblocker von Lillekanin positioniert. Einfach aus dem Grund, dass er eben hier auch nicht in den Reaper von Clem reinrennen möchte. So wie ihr hier gerade die Falle gestellt hat eigentlich. Clem scoutet jetzt nochmal hier nach Proxy-Gebäuden. Mit dem zweiten Reaper wird er hier auch tatsächlich nicht das WBF finden, weil er nicht weit genug läuft. Er sucht schon alles ab. Also er hat hier schon ein bisschen Angst gegen den Lillekanin. Kann ich gut verstehen, aber er findet ihn einfach nicht. Da kommt jetzt der Starport. Hat hier schön weit gescoutet, aber eben nicht weit genug. Also das Stückchen fehlte ihm hier leider. Bin gespannt, ob das zum Erfolg führen wird. Exe jetzt schon fertig bei Lillekanin. Bei Clem ist die erst halb gebaut. Eigentlich ist hier das Orbital schon halb fertig bei Lillekanin. Also income-technisch sollte sich das gleich bemerkbar machen. Es sei denn, Clem macht hier jetzt einiges an Schaden. Depot wird eben kurz hochgesetzt. Naja gut, gegen Reaper nicht das Allerentscheidendste. Aber natürlich möchte man hier den Winkel möglichst klein halten, in den Reaper hochkommen können. Gegen eben hier den ersten Reaper und das Halion von Lillekanin. Muss hier tatsächlich seine Base liften, damit der Vorteil schon wieder dahin, den er eben hatte durch das frühere Command Center. Jetzt gibt es hier tatsächlich einen Switch an die an den Reaktor. Und ich könnte mir vorstellen, dass die WBFs gleich losfahren. Nein, sie standen hier nur, um die Mineralien abzugeben. Extra nochmal gelandet, um natürlich auch so ein bisschen die Aggro zu triggern hier von den Einheiten. Jetzt die WBFs dazugezogen, um nochmal hier zu repairen. Damit sollte der keinen fürs erste den Push nochmal abwehren können. Allerdings kommt gleich nochmal ein zweiter Cyclone dazu. Damit könnte die Gefahr schon wieder deutlich, deutlich größer werden. So, was ist der Plan von Lillekanin hier? Liberator? Wahrscheinlich, ne? Das andere würde mich überraschen, denn da passt gar kein Tech-Lab hin. Auf jeden Fall geht sie jetzt erstmal drauf. Kleinere Scharmützel. Noch sind die Cyclones von Clem deutlich angeschlagener als die von Lillekanin. Deshalb zieht er sich auch zurück hier. Ja, Liberator wird gebaut. Hat er nicht schon einen Starport? Nein, Starport dauert noch eine Weile. Viking First ist natürlich was, was man im TVT sehr gerne macht. Factory soll tatsächlich weitere Gebäude bauen. Spricht dafür, dass hier gleich doch erst ein Raven kommen wird. Denn das sollte jetzt erstmal den Switch geben an den Starport. Und das könnte tatsächlich ein bisschen blöd werden für Clem. Denn er müsste eigentlich hier den Viking bauen, dann ist er auf der sicheren Seite, baut aber den Raven, um hier ein bisschen techmäßig zu bekommen. Schöner Surround-Versuch jetzt eigentlich von Clem, der allerdings nicht so ganz glückt hier. Denn der erste Reaper stirbt, bevor eben die Einheiten hier zum Support kommen. Hier unten auch kein guter Angriffsmodus. Der Reaper sollte eigentlich die Vision
geben. Hat aber nicht so geklappt, wie sich das Clem, glaube ich, vorgestellt hat. Jetzt allerdings 4-2 Cyclones. Das ist natürlich eine ordentliche Differenz. Jetzt 4-3, das ist schon wieder anders. Aber der erste wird hier reingewallied. Oh, das war nicht gut von Lillekanin. Der erste Cyclone fällt jetzt hier auf beiden Seiten. Leben jetzt noch zwei Cyclones. Ne, hier lebt nur noch einer. Oh, der hält nicht stand. Der Cyclone kann nicht standhalten. Worker fallen hier an beiden Positionen. Allerdings der Lurator inzwischen auch da. Automatischer Geschützturm gezündet. Denn wir haben keinen Viking aktuell hier auf Seiten von Clem. Marines kommen jetzt dazu, um den ganzen Spuk hier ein Ende zu bereiten. Dabei verliert allerdings nochmal ein paar Worker und ein Marine. Ja, 5-3 Worker verloren. Also tatsächlich Clem hier mit dem etwas schlechteren Trade. Dadurch, dass er allerdings hier die Echse wesentlich besser bemeinen konnte zwischendurch, ist er leicht vorne, was die Worker angeht. Außerdem sehen wir hier ein drittes Command-Silber bei ihm schon fertiggestellt, gleich schon zu einem Orbital gemacht. Das wird ihm natürlich gleich jetzt einen ordentlichen Boost geben, denn dann kann er gleichzeitig 3 WBFs bauen und auch eben 3 Mules rufen, was unglaublich wichtig ist. Jetzt scheint es hier tatsächlich nochmal einen Tackler zu geben, also wahrscheinlich einen Raven hinterher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Banshee baut, wenn er weiß, dass sein Gegenspieler eben einen Raven hat. Ja, vielleicht wird hier Clem den Proxy Starport finden. Ja, sollte er finden. Jetzt hat er ihn gesehen. Sieht auch das Tech Lab, was daran gebaut wird. Und ich bin gespannt, was seine Antwort darauf ist. Er fliegt direkt wieder zurück. Können natürlich das Ganze bekämpfen mit dem einen Viking. Absolut sinnvoll. Denn dort kann dann eigentlich nichts rauskommen, was wirklich viel Schaden macht. Zieht sich jetzt erstmal zurück. Möchte allerdings scheinbar seine mittlere Flanke hier nicht zu offen lassen. Gibt es überhaupt eine mittlere Flanke? Eigentlich ist Flanke ja links und rechts, ne? Weil sonst wäre es ja nicht flankiert. Seine mittlere Position will er nicht offen lassen. Zum Beispiel gegen die Cyclones. Wir sehen armeetechnisch beide jetzt nicht so bombastisch gerade unterwegs. Haben sich sehr, sehr stark jetzt erstmal auf die Eco konzentriert. Denn auch die dritte Base von Lekanin ist gleich fertig. Doppelgas kommt dazu, was wieder für Mac spricht. Beide Factories bestätigen diese Annahme. Das heißt aber auch wieder, dass es eine Weile dauert, bis hier eben in die Mac-Armee hochgezogen wurde. Die Frage ist, kann Clem das für ein Timing nutzen? Stimpak jetzt halb durch ungefähr, ziemlich genau. Ist noch ein bisschen Zeit, was er eben investieren muss, bevor er angreifen kann. Denn ich glaube, ohne Stim sollte er diesmal sich nicht zumindest direkt in den Fight wagen. Natürlich kann er sich vor die Base wagen, die Tanks in Position siegen, aber eben bis Stim durch ist, sollte er eben noch einen Moment warten. Wir haben keine Medivacs, die kommen jetzt gleich dazu, an der Anzahl 2 und kann die dann wahrscheinlich mit nach vorne boosten. Ich denke, das ist sein Plan in dieser Situation. Hier steht ein schönes Depot, das gefällt mir sehr gut. Oh, der Raven, der ist allerdings jetzt hier ein bisschen weit auf der Map drauf. Depot wird jetzt hier erstmal rausgenommen, damit die Vision eben nicht gegeben ist, aber das Depot hat mir gut gefallen. War jetzt ein unglückliches Timing mit dem Raven, aber ansonsten hätte er eben gewusst, dass hier da jetzt der Push kommt und konnte sich darauf einstellen. Wir sehen, die ersten Hellbats sind mit im Fight. Stim ist in 10 Sekunden durch, Medivacs sind auch schon da, Kampfschilder sind durch, also das ist genau das Timing, was hier eben Clem nutzen möchte, und jetzt ist Stim durch. Und direkt sollte es eigentlich gezündet werden. Na, er entscheidet sich dagegen. Kann ich auch verstehen, denn aktuell fightet ja der Gegner gar nicht. Cyclones fokussieren hier den Raven, der nochmal eine Panzerabwehrrakete hinbekommen hat, bevor er gestorben ist. Zwei Tanks sehen wir jetzt hier gegen zwei Tanks. Also prinzipiell sollte die Armee eigentlich stärker sein von Clem. Allerdings geht es hier natürlich darum, dass diese Armee vorrücken will. Und das Vorrücken wird natürlich hier unglaublich erschwert, wenn eben defensive Tanks dort stehen. Währenddessen übrigens hinten drin zwei Aliens, die noch keinen Schaden gemacht haben. Jetzt die ersten Kills und dann sind es direkt 4 geworden. Aus 0 wurden 4, einfach weil die Einheiten vorher natürlich schon unglaublich stark angeschlagen waren. 6 Worker gefallen, werden jetzt 2 Worker auf der anderen Seite gefallen. Warum das? Weil die hier wahrscheinlich repairen. Ne, weil die hier unnötig rüberfahren. Oh, das ist unnötig von Lillekanin. Die hätte er nicht verlieren müssen. Sehr schön, dass sie jetzt die Echse rüberfliegt. Muss allerdings jetzt hier erstmal die Rocks mit rausnehmen, die er zwischendurch einfach runtergerufen hatte, um eben hier nicht zu weit offen zu sein. An seiner linken Flanke, diesmal kann ich es ja sagen. Macht sich jetzt hier tatsächlich aber so ein bisschen selbst die Position eng, indem er sich ein bisschen weiter einschnüren lässt. Allerdings inzwischen 4 Tanks da. Kleiner Support-Push von Clem scheint jetzt hier noch mit dazu zu kommen. Vertreibt jetzt hier auf jeden Fall erstmal den Starport. Echse wurde gescannt hier. Damit weiß auf jeden Fall Clem, dass die Base dort genommen wurde. Worker-technisch beide ungefähr gleich. Ein bisschen mehr auf Seiten von Clem. Sollte sich allerdings nicht so viel tun. Eigentlich beide an der Idealsaturation für 3 Basen ziemlich gut dran. Dann kommt es immer ein bisschen drauf an, wer schmeißt mehr Mules, wer scannt mehr.
wie das Ganze sich jetzt hier insgesamt entwickelt. Aber einen großen Unterschied sollte es da erstmal nicht geben. Schöner Highground-Vorteil natürlich an dieser Base für Clem. Die Tanks stehen relativ defensiv hier an der rechten Position sogar. Das wird schwierig tatsächlich, aber scheint es nochmal zu schaffen, sich in die richtige Position zu begeben. Clem zieht schon ein bisschen weiter vor, wäre in Reichweite der Tanks hier, sieht sie allerdings nicht. Jetzt hat er sie gesehen, trotzdem viele Tanks gefallen auf Seiten von Clem. Eigentlich alle, die schon sich positioniert hatten, nur die zwei, die nachgekommen sind, die sind noch dort. Ich bin gespannt, ob wir gleich mal einen Doondrop sehen. Ist natürlich gegen Mars Cyclones auch so eine Sache. Ob man das dann sinnvollerweise machen sollte oder nicht, ist da so ein bisschen natürlich schwierig. Schön gefällt mir hier der Sensor Tower bei Lelekalin, der damit die Armeebewegung deutlich stärker einordnen kann. Vierte Base kommt bei Clem dazu. Interessant, dass er sich hier für die Linienexpansionsart entscheidet. Vielleicht auch einfach, damit er sich nicht so sehr zusammenschnüren lässt eben von den Tanks, wenn die angreifen wollen. Panzerabbrechende Rakete jetzt auf die Bio-Armee, aber es reicht hier für Clem hier durchzupushen. Die Tanks waren ein bisschen zu weit aufgespreadet. Hier standen zu viele Tanks einfach irgendwo anders und das führt dazu, dass Clem hier in der Mitte durchbrechen kann. Die mittlere Flanke sozusagen war offen. Damit hat es Clem geschafft, sich den Sieg zu holen. Und damit steht es 2:1 für ihn, der damit den Einzug, glaube ich, in die nächste Runde schon klar gemacht hat. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ja, Clem zieht damit auf jeden Fall ein in die nächste Runde. Wobei das erste Match in seiner Gruppe war. Wir werden, glaube ich, aber aus dieser Gruppe keine weiteren Matches mehr. Carsten, dementsprechend kann ich sagen, Clem geht als Gruppensieger aus Gruppe B hervor. Lelekalin scheidet leider aus und wird damit nicht mit seinem ungewöhnlichen Spielstil uns noch weiter beeindrucken können. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, war es für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Nächstes Mal gibt es, glaube ich, kein Matchup mit Terraner. Das finden, glaube ich, alle, die nicht Terraner sind, ganz gut. TVT ist natürlich immer so eine Sache. Aber ich finde, TVT sollte man auch öfter mal zeigen. Gerade wenn eben so interessante Spieler wie Lelekalin dabei sind. Gegen so gute Spieler wie Clem, ohne da jetzt Lelekalin ein bisschen schlecht reden zu wollen, eben was sein Skill angeht, das möchte ich überhaupt nicht, aber prinzipiell sollte Clem der Favorit hier in dieser Partie gewesen sein, aber eben durch die ungewöhnliche Spielweise hat Lelekalin ihm auch eine Map abnehmen können und vielleicht schafft er ja irgendwann auch nochmal, es noch den Schritt höher zu wagen. Würde mich freuen. Das war's aber jedenfalls für diese heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts dürft ihr Folge klicken, unten rechts ist das Projekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.